Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem heutigen Video und zwar ist das Video zur Energie der Königin. Wer meine Facebook-Seite kennt, der hat mitbekommen, dass ich dieses Video auf vielfachen Wunsch von euch mache, da ich ja in meinen Readings zu den Wunschpartnern oft sage, dass man sich leichter tut, Entscheidungen zu treffen, wenn es um Nachrichten geht, wenn es darum geht, was antworte ich, wenn es darum geht, schreibe ich, nehme ich Kontakt auf, dass man sich einfach leichter tut, wenn man sich in die Energie einer Königin versetzt, ja, um die Entscheidung für sich zu treffen, ist es jetzt sinnvoll und gut, dass ich schreibe oder was ich schreibe oder ob ich mich treffe oder wie ich auf den Wunschpartner oder auf die Wunschpartnerin zugehe, wenn man sich dabei in die Energie einer Königin versetzt. Jetzt haben mich einige Nachrichten dazu erreicht, wo ihr mich gefragt habt, ja, wie mache ich denn das? Wie versetze ich mich in die Energie einer Königin? Was ist die Energie einer Königin und woher kommt diese Idee von mir? Und da habe ich gedacht, ich mache mal ein kurzes Video dazu, bevor ich jedem einzeln antworte. Das würde ich gar nicht schaffen. Und ja, jetzt hier mal meine Gedanken dazu. Ja, hör einfach kurz hin, wenn es für dich stimmig ist, freut es mich, wenn dich der Beitrag unterstützen kann. Wenn du merkst, also das ist nichts für mich, dann schau dir gerne ein anderes Video an. Ja, okay, ich habe euch hier mal die vier Königinnen des Tarots herausgelegt. Diese Karten sind ja auch energetisch sehr kräftig, ja, haben eine hohe energetische Ausstrahlung, also ihr könnt euch die, während ihr dieses Video hört, auch betrachten. Die Königin der Kelche ganz oben, hier auf dieser Seite, ist ja Element Wasser, also hier eine sehr gefühlvolle, intuitive Königin. Ja, dann geht es weiter mit der Königin der Münzen. Element Erde, sehr bodenständig, ja, sehr im Verstand auch, vernünftig, ja, aber auch natürlich ihres Wertes bewusst. Dann haben wir die Königin der Stäbe, hier Feuerelement, ja, die steht ja vor allem für Lebensfreude, für Souveränität, für Aktion, ja, für Handlung. Und natürlich unsere Königin der Schwerter, die ist uns ja in den letzten Wochen und Monaten in den Readings oft untergekommen. Das ist die toughste oder strengste Königin mit ihrem erhobenen Schwert, ja, also die trifft Entscheidungen, die hat sich von Fesseln befreit, die ist ganz klar in dem, was sie will und was sie nicht mehr will, ja, also jede Königin verkörpert quasi eine andere Hauptenergiequalität. Ja, ich möchte ganz kurz etwas vorneweg sagen zu dem männlichen und weiblichen Prinzip, damit ihr besser versteht, was ich immer damit meine, wenn ich sage, versuch dich in die Energie einer Königin zu versetzen. Es ist ja so, wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns, ja, die im Idealfall ausgewogen sind. Bei den meisten Menschen überwiegt der männliche oder der weibliche Anteil. Und es ist eigentlich zielführend zu versuchen, diese beiden Anteile in die Balance zu bringen. Jetzt möchte ich euch kurz erklären, wofür die einzelnen Anteile hauptsächlich stehen. Und zwar die männliche Energie, ja, müsst ihr euch vorstellen, das ist die aktive Energie. Die männliche Energie handelt, die möchte erobern, die möchte vorwärts gehen, ja, oder auch eindringen. Letztendlich ist es, wenn wir jetzt zur Sexualität schauen, zwischen Mann und Frau, ist es kein anderer Akt. Der Mann dringt in die Frau ein. Ja? Also so müsst ihr euch das auch vorstellen. Oder auch dieses Bild wird oft verwendet, wenn ein Schwert in eine Scheide, also in die Hülle für das Schwert eingeführt wird. Ja? Also da wäre in dem Fall das Symbol für die männliche Energie das Schwert, das eindringt. Ja? Und die Hülle für das Schwert wäre die weibliche Energie, die empfängt und aufnimmt. Und die weibliche Energie dagegen ist eben diese passivere Energie, ja, die empfängt, die aufnimmt und annimmt und auch zulässt. Ja? Also weibliche Energie muss natürlich auch das Eindringen der männlichen Energie zulassen. Wo dieses Prinzip durchbrochen wird, ja, ist es nicht gesund. Also, ihr könnt euch das vereinfacht vorstellen, die Frau öffnet sich, der Mann kommt auf sie zu.
Das wäre jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Wenn wir jetzt mal bei der Königin bleiben, in vielen Märchen zum Beispiel, da hat eine sehr liebe Kollegin neulich mal einen wunderschönen Vergleich gebracht in Bezug auf Seelenpartnerschaften. Und zwar ging es da bei der lieben Mina Moonlight, ging es um Dornröschen, ja, die in ihrem Dornröschen-Schlaf letztendlich darauf gewartet hat, dass der Prinz sich durch diese Dornenhecke durchschlägt und ja zu ihr gekommen ist. Ja, und den Vergleich finde ich wunderschön. Mina hat dann noch gemeint, ja, Dornröschen ist auch nicht aufgestanden und hat die Hecke zerschnitten, dass der Prinz leichter durchkommen kann. Also, ihr versteht, was ich damit sagen will. Die weibliche Energie, die Energie einer Königin, ist die Empfangende. Und genau dieses Prinzip, das ist ein archaisches Prinzip, das seit sehr, sehr langer Zeit vorherrschend ist, ist in jedem Mann und in jeder Frau letztendlich tief verwurzelt, verankert. Nur ist es eben bei uns in den letzten Jahrzehnten so gewesen oder hat sich so entwickelt, dass Frauen natürlich auch sehr stark ihre männliche Energie entwickelt haben, ja. Viele Frauen oder sehr, sehr viele Frauen, ja, verfolgen ihre Karriere, ja, dringen in männliche Berufe vor, müssen ihren Mann stehen, was ja auch völlig richtig ist und diese Entwicklung ist auch überhaupt nicht aufzuhalten, will keiner und soll keiner aufhalten. Nur, wenn es jetzt um Partnerschaften geht, und das meine ich jetzt, ja, Bezug, ich nehme jetzt nur Bezug auf Partnerschaft, ist es eben so, dass dieses Urprinzip von Frau empfängt und Mann dringt ein, ja, oder geht auf die Frau zu, immer noch in den tiefsten Seelenstrukturen beider Geschlechter verankert ist. Wenn ich jetzt als Frau sehr offensiv auf den Mann zugehe, ja, dann bringe ich dieses Prinzip eigentlich etwas durcheinander. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Das heißt, der Mann wird in dem Moment in die Rolle gedrängt, dass er eigentlich empfangen müsste. Er ist von der weiblichen Energie quasi befallen oder die weibliche Energie dringt zu ihm hin. Ich will jetzt gar nicht sagen in ihn ein, aber dringt zu ihm hin. Und er müsste sich theoretisch öffnen, um diese aufzunehmen. Aber das ist für viele Männer ganz schwer, weil eben dieses Urprinzip der Männlichkeit, ja, in jedem Mann verankert ist, der dann wiederum eigentlich gerne auf die Frau zugehen würde. Und diese, ich habe das jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, ja, also das kann man ja alles im Internet nachlesen und da könnt ihr euch ein viel genaueres Bild davon noch machen. Nur vereinfacht wollte ich euch einfach mal rüberbringen, warum der Mann quasi immer in sich völlig unbewusst, da macht er sich keine Gedanken drüber, das ist ein Prinzip, das tief in seinen Ahnenstrukturen verankert ist, den Wunsch verspürt, auf die Frau zuzugehen und sie in Anführungszeichen zu erobern. Wenn ich jetzt aber als Frau sehr offensiv auf den Mann zugehe, ist dieser Austausch in der Art und Weise nicht möglich. Ja? Und deshalb gehen viele Männer in den Rückzug, wenn eine Frau zu offensiv auf sie zugeht. Die Energie der Königin ist eine Energie, stell dir einfach vor, du sitzt in deinem Haus, ich meine jetzt nicht das Haus um dich rum, sondern ich meine dein inneres Haus, dein Seelenhaus. Damit möchte ich ausdrücken, du ruhst in dir. Ja? Du arbeitest an dir, haben ja viele von euch ganz toll gemacht die ganzen letzten Wochen und Monate, ja? An ihrem Selbstwert gearbeitet, an ihrer Selbstliebe, an dem Gefühl, in sich und bei sich zu Hause zu sein. Und von dieser erfüllten Position aus, ja, darfst du empfangen
und natürlich auch handeln. Wenn du aber dich jedes Mal, bevor du eine Entscheidung triffst, also beispielsweise Kontakt zu deinem Gegenüber aufzunehmen oder wie du auf eine Nachricht von ihm oder ihr reagieren solltest, wenn du, bevor du reagierst, dich in diese Energie versetzt, dieses erfüllten, friedvollen Wesens, das vollkommen in sich ruht, ja, eben wie eine Königin, dann wird dir in ganz vielen Fällen sofort klar, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Eine Königin ist reich. Wir verbinden mit Königin Reichtum. Und damit meine ich jetzt nicht materielle Fülle. Das ist schön, wenn man die auch hat, ja, keine Frage. Aber ich meine vor allem inneren Reichtum. Das heißt, die Königinnenenergie ist genau das Gegenteil von Bedürftigkeit und Mangel. Und wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, wie ich mit meinem Wunschpartner umgehe oder auf den zugehe, wie ich reagiere, ob ich Kontakt aufnehme oder, macht es einen riesen Unterschied, ob ich aus dem Mangel und der Bedürftigkeit herauskomme und agiere oder ob ich aus der Energie der Fülle und des inneren Reichtums heraus agiere. Und es ist ja auch so, viele von euch schreiben mir Nachrichten und schreiben, ja, sie vermissen den anderen so sehr, jetzt gerade in der Vollmondphase, die letzten 3-4 Tage war es wieder extrem, sie vermissen den anderen so sehr, sie können sich nicht vorstellen, jemals wieder glücklich zu werden, wenn er oder sie nicht zurückkommt, ja, euer Leben ist trist und ihr wisst nicht, wie ihr da rauskommen sollt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit dieser Energie auf den anderen zugeht, nicht mal physisch zugeht im Sinne, dass ihr ihn kontaktiert, sondern wenn ihr diese Energie in eurem Energiefeld verströmt quasi, ja, was gerade bei karmischen Verbindungen oder Seelenpartnerverbindungen ja das Gegenüber spürt. Wenn ihr also mit der Energie lebt, sage ich jetzt mal, dass ihr ohne den anderen nicht glücklich sein könnt, und der andere nimmt das so auf, empfängt das, ja, dann löst das im anderen erst recht den Rückzug aus. Und ich sage euch auch warum. Weil der andere eine unglaubliche Last und Bürde spürt, weil er fühlt, dass nur er in euren Augen euch glücklich machen kann. Dass ihr ohne ihn nicht selbstständig glücklich und erfüllt leben könnt. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch das mal in einer ruhigen Minute umgekehrt vorstellt, dass es da einen Menschen geben würde, von dem ihr wisst, dass der ohne euch oder in dem Falle, dass ihr nicht mit ihm in eine Beziehung geht, nicht glücklich sein wird, dass er sein Leben in Frage stellt, dass er am Boden zerstört ist, dass er sagt, ich kann ohne die Frau nicht weiterleben. Ganz ehrlich, das würde euch erdrücken. Und genauso müsst ihr euch das umgekehrt vorstellen. Jeder Gedanke von, ich kann ohne ihn nicht sein oder ohne sie nicht sein, blockiert den anderen in seinem auf euch zukommen, wenn er oder sie das denn will, wenn es in den Seelenplan passt und wenn es für euch vorgesehen ist, kann er oder sie es aber nicht. Ja? Und die Energie der Königin, das heißt hier auf eurem Thron zu sitzen, damit meine ich euer eigenes erfülltes Leben, das ihr in Ordnung gebracht habt, ja, wo ihr einer Arbeit nachgeht oder einem Beruf, der euch erfüllt, der auch vom Herzen herauskommt, ja. Wenn ihr einer Tätigkeit nachgeht, wo ihr jeden Morgen euch überwinden müsst, auf die Arbeit zu gehen, ja, dann ist es klar, dass ihr euch nicht erfüllt fühlen könnt von eurer beruflichen Tätigkeit. Wenn ihr in einer Umgebung lebt, wo es euch nicht gefällt, wo ihr euch nicht wohlfühlt, ja, wenn eure vier Wände nicht so sind,
dass ihr wirklich, wenn ihr nach Hause kommt, euch hinsetzt und sagt, mein Gott, habe ich es hier schön, habe ich es mir gemütlich gemacht. Und es hat nichts mit finanziellen Mitteln zu tun. Ja? Auch in einer Einzimmerwohnung kann man sich mit den geringsten finanziellen Mitteln heimelig, wohlig, warm, gemütlich machen. Wenn ihr diese Lebensumstände, ja, alle so geschaffen habt, dass ihr in eurem Leben euch wohlfühlt, dann seid ihr die Königin auf eurem Thron. Ja? Und wenn dann sehnsuchtsvolle Gedanken aufkommen und nehmen wir an, ihr habt euch in den Rückzug begeben, ja, weil ihr gespürt für euch habt, dieses Hin und Her vielleicht der letzten Wochen und Monate, das wollt ihr nicht mehr, wollt euch auch nicht mehr vom Gegenüber so behandeln lassen, ja, vielleicht nicht wertschätzen, nicht respektvoll. Und dann habt ihr Sehnsucht und habt das Handy schon in der Hand, ja, und tippt schon die Nachricht. Dann legt es nochmal kurz weg. Legt es einfach nochmal kurz weg, setzt euch nochmal hin, atmet tief durch. Legt eure linke Hand auf euer Herz, zu eurem Herzchakra, ja, legt eure linke Hand aufs Herz und bleibt mal einen Moment ganz bei euch. Und versetzt euch in diese Energie der Königin auf eurem Thron. Und fragt euch dann, würde diese Königin jetzt eine SMS schreiben? Würde sie jetzt auf den anderen zugehen, vielleicht auch noch in einer bedürftigen Art und Weise, vielleicht schreiben, dass sie den anderen gerade vermisst oder dass sie sich wünschen würde, ihn zu sehen? Würde sie? Sie würde nicht. Sie würde nicht. Und wisst ihr auch warum? Weil sie genau weiß, dass es an dem anderen ist, auf sie zuzukommen. Ja, weil wenn sie jetzt wieder Kontakt sucht, wird es mit einer Enttäuschung enden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe in den letzten Wochen so viele Nachrichten bekommen von euch Lieben, ja, die mir erzählt habt, ihr habt der Versuchung nicht widerstehen können, ihr habt wieder Kontakt aufgenommen und das End vom Lied war immer Enttäuschung. Entweder der andere hat gar nicht reagiert, ja, gar nicht geantwortet oder es kam eine ganz floskelhafte Antwort, ja, die euch enttäuscht hat. Oder es gab sogar auch Fälle, wo der andere sehr freundlich und nett geantwortet hat, dann ist wieder eine Konversation entstanden, hin und her. Manche haben sich vielleicht sogar getroffen, aber ich sage euch eins, es hat mich bislang zumindest keine einzige Nachricht erreicht, dass wirklich etwas vorangegangen ist, wenn der erste Kontakt wieder von euch ausgegangen ist, aus einer Bedürftigkeit, aus einer Sehnsucht heraus. Keine Nachricht hat mich erreicht, dass das dann letztendlich zur Erfüllung geführt hat, sondern immer nur zur Enttäuschung. Ja, die Königin empfängt, die reagiert, die agiert nicht. Lasst den anderen agieren. Gerade in diesen Wunschpartnergeschichten, ja, wenn euch ein anderer Mensch deutlich signalisiert hat, er möchte zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit euch zusammen sein, dann nützt es nichts, immer und immer wieder auf den anderen zuzugehen. Im Gegenteil. Ihr bringt ihn immer mehr in den Rückzug, die Blockade wird immer größer, weil der andere immer mehr eure Bedürftigkeit spürt. Bleibt auf eurem Thron, bleibt in eurem Haus, ja? Seid euer eigenes Haus. Ich habe da übrigens auf meiner Facebook-Seite schon lange her, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht im Januar oder vielleicht sogar noch im Dezember, einen sehr schönen Blogartikel, ja, also einen Beitrag, ich bin mein eigenes Haus. Bildet euch diese Stabilität aus, ja, dass ihr in euch ruht, dass ihr als Königin in eurem Haus sitzt oder auf eurem Thron, je nachdem, wie es für euch besser passt, und lasst den anderen kommen. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, die Königin wartet auch nicht, dass der andere jetzt endlich bald kommt, ja, sondern die genießt ihr Leben, die schaut nicht aus dem Fenster. Könnt ihr euch eine Königin vorstellen, die den ganzen Tag auf einem Stuhl neben dem Fenster sitzt, rausschaut und wartet, bis der Prinz auf dem weißen Pferd angeritten kommt? Nein, das macht sie nicht. Sie geht ihrem Leben nach. Sie erfreut sich an hier und jetzt.
Sie erfreut sich, sie geht in ihrem schönen Garten spazieren, sie genießt die Natur, vielleicht hat sie Tiere, ja, sie ist kreativ, ja, versucht sich auf kreative Art und Weise auszuleben. Eine Königin ist in ihrer Kraft und Fülle. Und wenn dann jemand von außen auf sie zukommt, dann kann sie ganz für sich bei sich entscheiden, wie sie reagieren wird. Ja. Und wenn der Prinz an die Tür klopft, kann sie entscheiden, lasse ich ihn rein oder ist es zu spät? Will ich ihn gar nicht mehr reinlassen? Also, ich möchte das Video jetzt gar nicht zu lang machen. Ja. Ich hoffe, ihr habt die Grundbotschaft verstanden. Und ich ermutige euch einfach dazu, bevor ihr aus der Emotion heraus schnelle Entscheidungen trefft, Messages versendet oder schnell auf irgendeine SMS antwortet, ja, einfach mal kurz innehalten, linke Hand auf euer Herzchakra legen, euch zentrieren, ganz bei euch bleiben und dann überlegen, ist das jetzt königlich, was ich mache? Dient mir das? Ja, dient mir das. Bleibt in eurem weiblichen Prinzip, bleibt im Empfangen. Der Mann in seinem männlichen Prinzip möchte aktiv sein, der möchte erobern, der möchte in die aktive Rolle. Drängt ihr ihn zur Passivität, weicht er zurück, er möchte vorangehen. Ja, er möchte vorangehen. Und ihr dürft dann empfangen, wenn ihr das möchtet. Wenn die Königin bereit dazu ist. Ja. Okay, meine Lieben. Ich werde jetzt die nächsten Tage natürlich die heiß ersehnten Videos machen für die Sternzeichen-Readings und natürlich auch den Seelenpartner-Impuls. Ja, ich bin selbst schon sehr gespannt. Und es gibt auch noch ein Video, ich weiß jetzt noch nicht, wann ich es mache. Für euch eine kleine Entscheidungshilfe, Seelenpartner oder nicht, ja. Ich erkläre da aber auch nur meine Sicht der Dinge, die dann natürlich auch für die Readings interessant ist. Deswegen werde ich das Video vielleicht noch vor dem Seelenpartner-Reading machen, dass ihr auch wisst, ist es für mich jetzt eigentlich dann überhaupt relevant, das anzugucken oder eher nicht. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und schreibt mir gerne in euren Kommentaren unter das Video, ob ihr damit was anfangen konntet. Ja, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen, was ich meine, wenn ich sage, immer einfach mal in die Energie der Königin reinschlüpfen. Das tut uns Frauen bisweilen sehr, sehr gut. Okay, meine Lieben, bis bald, eure Uli. Tschüss.